Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich einen Styling-Haul, der ist in Zusammenarbeit mit Naked vorneweg. It's not a secret. Da sind so verdammt geile Sachen dabei. Ich habe übrigens auch einen Code, den ihr sehr gerne benutzen könnt und ein paar Coins sparen könnt. Denn auch bei Naked gibt es gerade krassen Sale. Ich habe da so wirklich so geile Sale-Sachen gefunden. Auch so Sommerklamotten. Auch wenn hier in Deutschland jetzt gerade nicht wirklich Sommer ist. Aber falls ihr demnächst weggeht oder die letzten Sommerpieces noch haben wollt, die so krass reduziert sind, dann ja. Freue ich mich, wenn ihr jetzt dran bleibt und let's go. Ich fange jetzt mal mit den Wintersachen an, denn ich denke, das interessiert die meisten. Und für alle, die auch die Sommersachen sehen wollen, könnt ihr bis zum Ende dran bleiben. Aber das hier ist der erste Pulli und wie ihr sehen könnt, der ist ziemlich cropped. Also der geht mir bis zum Bauchnabel, ist hinten ein bisschen länger. Aber was ich total geil finde, ist dieser Ausschnitt. Denn man kann den weiter runterziehen oder ein bisschen hochziehen oder ein bisschen zur Seite. Und ich kann mir den sehr gut vorstellen mit einer blauen Jeans, die ich jetzt auch mal anziehen werde. Und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. Ich habe jetzt einfach eine zerrissene Hose an. Aber ich finde, so in Kombination sieht das richtig gut aus. Ja, die Hose ist jetzt nicht extrem high-waisted. Deswegen würde man ein bisschen Bäuchlein sehen, aber I don't mind it. Ich persönlich stehe total auf Basic Pieces, deswegen finde ich diesen Pulli extrem nice. Der ist sehr weich, null kratzig, hat halt so einen runden Ausschnitt, wie nennt man das nochmal, einen runden Kragen. Kann man zu viel anziehen. Also ich habe jetzt wie gesagt nochmal eine Jeans an, aber theoretisch könntest du den in eine Shorts reinstecken im Sommer oder in einen Rock mit einer Strumpfhose für den Winter. Also da gibt es viele Möglichkeiten und wenn ich den jetzt mal rausziehe, seht ihr auch mal, wie groß der ist. Aber ich finde, so sieht es sehr unflattering aus. Deswegen mache ich das sau gerne, so die Sachen hier so in die Jeans reinstecken. Das hier ist jetzt das nächste Teil. Und ich muss sagen, dieser Fit von dem Oberteil finde ich so geil. Erstmal, ich habe keinen BH drunter, das sieht man eventuell. Die Farbe finde ich sehr cool, aber auch der Schnitt. Also das ist so ein cropped Oberteil. Das ist halt gut, wenn man so High-Waisted-Hosen oder so anzieht. Und was ich ganz geil finde, ist, dass dieses Oberteil Knöpfe hat. Da kann man, wenn man ein bisschen mehr sexy sein will, einen schönen Ausschnitt mit haben. Aber ich habe das jetzt halt mehr ein bisschen zu gehabt. Also habe das jetzt ein bisschen mehr zu. Das ist ein sehr dünner Stoff. Finde ich sehr angenehm auf der Haut. Nicht zu dick. Man fühlt sich nicht so eingequetscht. Ist sehr stretchy. Also von der Größe ist es auch perfekt. Und ja, kann man zu so viel anziehen. Also zu einer Hose, zu einem Rock, zu allem. Wirklich zu allem. Oder auch, wenn man einfach nur chillen will. Und das Oberteil gibt es auch, glaube ich, in mehreren Farben. Müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Kommen wir mal zu diesem Zweiteiler. Also ich muss sagen, auf der Webseite hat er mir besser gefallen, weil irgendwie sieht die Fußarea nicht so nice aus. Aber ansonsten sitzt er gut. Auch von hinten ist er ganz süß. So mit dem Po und so. Das Oberteil finde ich absolut krass, weil das sitzt extrem gut. Es hat so ein Elastik hier vorne. Hier kann man das auch ein bisschen sehen. Dieses Gummi hält alles so zusammen. Und passt halt auch auf, dass nichts rutscht. Wie gesagt, die Hose, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Das habe ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Vielleicht bin ich auch einfach zu klein. Man muss, ja, ich glaube, man muss es weiter hochziehen. Moment. Ich hätte da eine XS nehmen sollen, einfach weil ich so klein bin. Und jetzt sieht es schon wieder anders aus, aber einfach noch nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Aber ich muss sagen, ich feiere diese Farbe, dieses Burnt Orange, finde ich sehr schön. Außerdem vom Stoff her ist sie ein bisschen anders. Also die ist eher so, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist halt kein weiches Material, sondern eher so ein, ich kann es nicht erklären. Und das ist gut, dieses Elastik-Ding hier, damit man beliebig die Hose größer oder kleiner machen kann. Leute, ich bin verliebt. Wie süß ist bitte dieses Kleid? Schaut mal, das sitzt auch so gut hier um die Hüfte. Diese Elastikteile sind null eng. Das habe ich übrigens im Sale bekommen. Und das hat einfach nur 22 Euro gekostet. Das ist so krass, vor allem weil das so teuer davor war. Deswegen seht ihr das. So cute. Vor allem, ich liebe diese Frills. Sieht super, super süß aus. Natürlich, wie gesagt, hier ist gerade nicht das Wetter dafür. Aber ich liebe es, im Winter schon Sommersachen zu holen, wenn man eventuell bald weggeht. Oder einfach, um noch die letzten Stäbchen zu bekommen, um ehrlich zu sein. Ja, mega, mega, mega süß. Boah, das ist eins meiner Lieblingsteile.
Das ist das nächste Outfit. Über was wollen wir zuerst sprechen? Reden wir erstmal über die Hose. Seht ihr, wie geil die aussieht? Seht ihr das? Das Glitzer. Excuse me. Die ist ja so schön. Und ratet mal, wie viel die gekostet hat. 13 Euro. I'm done. Die sitzt so schön. Ich liebe das Glitzer. Das sieht so gut aus. Und die ist auch nicht zu kurz hin. Also man sieht nichts vom Poppes, was ich richtig feier. Vorne hat man noch dieses Elastikband hier, um es enger zu schnüren. Auch so an sich, also sie kratzt ein bisschen, weil durch die Pailletten halt einfach. Aber nichts, was unendlich unbequem ist oder sonst irgendwas. Das ist so ein krank geiles Schnäppchen gewesen. Also bei Naked finde ich immer so schnell so tolle Sachen, vor allem auch im Sale. Kommen wir mal zu dem Oberteil. Das ist halt so eine Bluse. Wie so ein weißes Hemd, was man von seinem Boyfriend oder von seinem Dad hat oder so. Ich habe mir das jetzt in der Größe 40 geholt, einfach damit es oversized ist. Ich kann es jetzt mal rausnehmen. So sieht 40 aus, wie gesagt, viel zu groß. Aber wenn man das so reinsteckt, nur an der Seite. Ich kann mir das auch mega gut mit so einer Lederleggings vorstellen. Klar, dann hier ein bisschen den Ausschnitt aufmachen, vielleicht ein weißes Bralette drunter anziehen. It's a vibe. It's a freaking vibe. Jetzt möchte ich euch ein Kleid zeigen, was natürlich sehr sommerisch ist. Das ist ein Maxi-Kleid. Aber ich finde, dieses Kleid kann man auch sehr gut zu seinem Abi-Ball anziehen oder zu einem Ball, der demnächst kommt. Was auch immer. Wie schön sind bitte diese Ritze. So cute. Also, ja, mir ist es halt um einiges zu lang. Ich bin halt auch 1,63 wie viel Komma? Schreibt es in die Kommentare. Ja, also ich bin relativ klein, deswegen, aber mit hohen Schuhen, finde ich, geht das voll. Und ich glaube, damit kann man auch richtig gute Bilder machen. Und ich finde, das sieht auch einfach total elegant aus. Also wenn man abends essen geht, mit der Familie oder so. Also hier ist so ein bisschen sexy-hexy, aber wenn du alles zusammen machst, dann ist es wieder nicht so sexy-hexy. Und ich finde die Details halt auch schön mit diesem ausgeschnittenen Ärmel. Hier kann man dann das auch nochmal auf und zu machen. Das habe ich jetzt mal gelassen, weil ich wollte jetzt nicht so lange daran rumfuddeln. Aber es ist sehr elegant. Man könnte auch ein BH drunter anziehen, also wenn man mehr Boobies haben will. Ich trage ja sowieso nicht so gerne BHs, deswegen war ich so, na, whatever. Aber ja, das ist durchaus möglich, weil hinten nichts rückenfrei ist, was ich immer sehr prefer bei Mini-Titties. Und ja, genau. Das ist das vorletzte Teil. Noch eins habe ich, Leute. So, und das hier ist das letzte Teil. Den gab es auch im Sale. Und wie schön ist der bitte? Wie schön. Also das mit den Boobies ist natürlich so eine Sache. Wenn man das natürlich feiert, dass man so ein bisschen Boob sieht, dann ist das auf jeden Fall eine neueste Sache. Ansonsten würde ich einfach empfehlen, Nippelpads zu tragen, safe zu sein. Das hier ein bisschen enger, man kann das ja auch ein bisschen enger schnüren. Ich habe es jetzt ein bisschen offen gelassen, weil ich damit jetzt nicht so ein Problem habe. Ich hatte da drin auch die richtige Größe. Sitzt gut, hinten sieht man keinen Po, was ich sehr feier. Und einfach auch die Detailarbeit finde ich sehr schön. Das ist sehr angenehm auf der Haut, sieht super aus. Hier hat man noch so ein extra Bändchen, was man abmachen kann, theoretisch. Ich habe es jetzt mal dran gebunden, um euch zu zeigen, wie das so mit Schleif aussieht. Man kann es natürlich auf der einen Seite oder auf der anderen Seite machen, wie man das möchte. Und genau, wie findet ihr das? Was ist euer Lieblingsteil? Lasst es mich mal. Also meine Bubi flippt hier jetzt schon fast aus. Lasst es mich mal unten wissen, was euer Lieblingsteil ist und wieso. Leute, das war's mit meinem Haul. Vergesst nicht, meinen Code zu benutzen und unbedingt durch die Sale zu gehen. Und alle Links packe ich euch unten in die Infobox, falls ihr Interesse an den Teilen habt. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!